Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde heute den Tag nochmal mit der Kamera begleiten. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, der letzte Vlog, den wir für euch gedreht haben, auf jeden Fall auf dem Kanal, ist schon ein bisschen her. Und ich habe mega Bock. Das Wetter ist schön und wir haben keinen Plan, was heute passieren wird. Also, es bleibt spannend. Aber Leute, ich war schon sehr fleißig. Und zwar, warte, ich drehe meine Kamera. Ich habe versucht, meinen Kleiderschrank ein bisschen aufzuräumen. Und diese beiden Schubladen war das absolute Chaos. Denn hier sind meine ganzen Hosen drin. Hier lag alles kreuz und quer. So sieht es jetzt aus. Es hat wirklich bis auf, ich glaube, zwei Hosen alles reingepasst. Und jetzt kann man einfach alles richtig schön sehen. Ich habe das jetzt noch nicht so nach Farben und Material und sowas sortiert. Ich wollte mal alle Jeans, alle schwarzen, alle blauen Hosen und so zusammen machen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja, aber trotzdem mega cool. Ich freue mich, dass ich das jetzt endlich mal erledigt habe. So, und jetzt stehe ich bei der Emmy im Kinderzimmer, denn das hier wird meine zweite Aufgabe heute werden. Hier hat der Liebe ja bis vor kurzem noch drin geschlafen, aber er hat sich jetzt komplett an sein neues großes Bett drüben im Kinderzimmer gewöhnt. Das heißt, das Bett ist im Moment eigentlich komplett leer. Und beim Leo haben wir es damals auch so gemacht, dass wir ihn relativ schnell aus unserem Schlafzimmer in sein eigenes Bettchen und in sein eigenes Zimmer für die Nacht gepackt haben. Und es hat super funktioniert. Die Emmy ist jetzt 2,5 Monate alt und ich denke mal, dass wir vielleicht wieder so mit 4, 4,5, 5 Monaten damit anfangen werden, auch sie an ihr eigenes Bettchen zu gewöhnen. Genau, da das Ding jetzt eh leer steht, wollte ich die Matratze einfach wieder ein bisschen hochsetzen. Dann kommt man einfach besser dran und kann das Baby besser reinlegen. Und ich bin wirklich seit Tagen nach einer neuen Bettumrandung am Suchen. Die gefällt mir gar nicht, weil, wie ihr seht, die rutscht immer so nach unten. Sieht einfach richtig scheiße aus. Ja, so viel dazu. Übrigens ist die Mona heute da und unterstützt uns ein bisschen mit den beiden Kindern. Und die bekommt jetzt erstmal diesen, boah, voll überbelichtet, diesen Stapel. Ich habe nämlich ein paar Hosen aussortiert und die kann sie sich jetzt mal anschauen. Und ich muss erstmal was frühstücken. Ich habe so Hunger. Wir haben gerade gekocht und zwar gibt es Süßkartoffelcurry. Habe ich jetzt auch das allererste Mal Freestyle selbst gemacht. Und Dinkel anstatt Reis. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob es schmecken wird. Hier sehen Sie einen Julian, der eigentlich kein Curry mag. Mega geil. Nein, schmeckt das gut? Ist lecker, ja. Was sagst du, Mona? Ich find's mega geil. Wir haben den nächsten Tag. Ich war gerade eben schon mit der Mona in der Stadt. Wir haben gebruncht. War ein bisschen später als Brunch, aber wir haben trotzdem gefrühstückt. Es war sehr geil. Ich habe sogar eine ganz kleine Aufnahme gemacht. Ich blende euch jetzt mal ein, während ich rede. Davon kann man den Ton nämlich nicht benutzen. Darf ich jetzt probieren? Und dann ist jetzt auch da. Hallo, wir chillen jetzt alle zu Hause und haben Kuchen mitgebracht. Ja, check mal ab. Nö. Yum. Juli und Leo sind gerade noch ein bisschen am Ferrari fahren, bevor es draußen dunkel wird. Wunderschönen guten Tag. Wir machen heute eine leckere Limonade. Dafür brauchen wir gefrorene Erdbeeren, gefrorene Mango, noch mehr gefrorene Mango, gefriergetrocknete Himbeeren, eine halbe Zitrone, eine halbe Limette und natürlich Sprudelwasser. Das verrühren wir einmal ganz vorsichtig und fertig. Mega geil. Ups, ich habe die Gurkenscheiben vergessen. Die kommen auch immer gut da drin. Du bist voll in der Aufnahme. Sieht geil aus, oder? Möchtest du ein Glas, Bibi? Sehr, sehr gerne. Oh, Scheiße, ich habe alles daneben geschüttet. Ich habe durch die Kamera geguckt und darum habe ich nicht genau gesehen. Willst du mal probieren? Nette Limonade. Check! Ich bin übrigens den ganzen Tag schon gefühlt damit beschäftigt, alle möglichen E-Mails zu beantworten und alle Aufgaben, die irgendwie hängen geblieben sind, zu bearbeiten. Irgendwie dauert alles 100-mal länger, als man vorher denkt, aber wir kommen voran. Das ist sehr gut. Der Leo ist gerade im Garten und unterstützt ganz fleißig unseren Gärtner. Ah, der zersägt gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, die zersägen gerade irgendein Haus vor der Tür. Also der Leo sägt natürlich nicht. Der guckt natürlich nur zu. Aber es ist richtig süß, wenn er da ist, dann hat er immer voll Spaß und ist Stunden im Garten und beobachtet ihn die ganze Zeit. Und das ist richtig cool. Vor allem haben wir dann ein bisschen Ruhe, um hier drin mal etwas zu erledigen. Genau, die Emmy schläft auch gefühlt schon den ganzen Tag. Wenn ich jetzt so eine Kaffeekette aufmachen, dann würde ich jetzt 6,80 Euro dafür nehmen.
Das wäre teuer. Mega geil. Das ist ein Preis, den man halt für meine Limonade zahlt. Wir haben heute unfassbar schönes Wetter und haben vor ein paar Tagen Kreide gekauft und sind hier... Eine Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe? Ja, okay. Wir sind auf jeden Fall hier gerade fleißig den ganzen Boden am Bemalen. Der Leo hat auf jeden Fall besonders viel Spaß. Okay. Ne? Leo spielt mit und macht in die Mitte sein erstes Leo Kreuz. Hatte doch. Okay, dann ist das hier mein... Ach man, okay. Das der will aber wirklich auch immer nur da malen, wo man Kreuz. Okay. Das ist nur ein Fleck. Das ist deins? Okay, dann mache ich hier hin. Ja, gewonnen. Wie? Oh Mann, ich bin voll aus der Übung. Du bist der Gewinnertyp in dem Spiel. Leo, danke. Mit dir hat es besonders Spaß. Oh. 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 Joel, du bist nicht der Hammer. Dich schnapp ich mir. Könnt ihr mir einen Kuchen backen? Nein. Bitte. So, bringst du der Mama den Kuchen? Oh. Leute, ich kann es nicht glauben. Ich habe am Anfang des Videos noch gesagt, dass ich nach einer neuen Bettumrandung suche und habe abends wirklich noch eine gefunden und die bestellt. Die sollte eigentlich erst in 1-2 Wochen ankommen. Und sie ist einfach heute im Briefkasten gewesen, beziehungsweise wurde das Paket abgegeben. Und die werde ich jetzt befestigen. Ich freue mich voll. Könnt ihr mir mal bitte sagen, jetzt warte, hör mal ganz kurz auf Nein. zu glauben, bitte. Wie gestört ist dieser Typ bitte? Du hast gesagt, mach was Unterhaltsames. Aber doch nicht sowas. Ich habe alle Pfandflaschen zusammengesucht, ist ja schon mal mega, oder? Ach das ist Leute, schon mal mega. Du hast ungefähr 10 Stunden mehr Arbeit damit. Darf ich ganz kurz was über mein Handgelenk erzählen? Ach Mann. Leute, das tut echt weh, mein Handgelenk. Ganz kurz, eine Minute, ja, 30 okay, Sekunden. Okay. Ich habe mir vor ungefähr 20 Jahren mein Handgelenk gebrochen, hat der Arzt gesagt. Wusste ich nicht. Also jetzt habe ich Schmerzen, weil ich der Leo ist die Rutsche runtergerutscht, habe ich meine Hand hingehalten, ist der Puff, krrr, dagegen. Und jetzt ist ein Stück von meinem alten Handgelenksbruch in meinen Knorpel rein. Und das ist nicht schön. Also ganz kurz, lass uns mal festhalten, diese ganze... Kacke hier, wirst du gleich wieder ordnungsgemäß entfernen. Ich finde es erstmal, da musst du mir zustimmen, mega praktisch. Also erstmal für alle Leute, die es nicht gecheckt haben, wir sind gerade in unserem Büro und wir waren jetzt wirklich bestimmt 3 Monate nicht mehr hier. Das stimmt nicht, wir waren nicht 3 Monate nicht mehr hier. Ja, okay, aber du vielleicht nicht. Wir waren auf jeden Fall die letzte Zeit nicht so regelmäßig hier, deswegen haben wir gesagt, dass wir jetzt hier ein bisschen durchsaugen, sauber machen wollen. Und dann komme ich hier rein. Der Julian ist vorgefahren, ich muss zu Hause noch ein bisschen was erledigen. Und dann hat er einfach so eine Scheiße hier veranstaltet. Bianca, es sieht einfach original aus, als ob hier eingebrochen wurde. Unterhaltsames für den Vlog noch. Ja, aber ich dachte, du filmst dich einfach. Hat mir Mühe gegeben. Wir sind uns heute schon öfter in die Wolle gekommen. Kennt ihr das, wenn ihr so unterschiedliche Schwingungen an einem Tag habt? Ich war heute den ganzen Tag eher so ein bisschen gestresst und wollte ein bisschen was erledigen. Der Julian ist die ganze Zeit witzig drauf heute. Dann ist bei mir Ende im Gelände. Dann versuche ich, der lustige Typ. Und wenn alles stressig ist, dann lege ich mich einfach hin und kann in Ruhe schlafen, weil dann haben die anderen ja schon den Stress. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall im Büro noch ein bisschen... Halt, stopp! Lass mal ganz kurz überlegen, wie viel Pfand wir hier haben. Das werden wir wohl jetzt abgeben. Ich sage, es sind 14,85 €. Also ein bisschen was Künstlerisches hat's. Na denn, ne? Na dann, bin ich mal gespannt. Ich hab mehr gesagt als du, oder? Du hast 16,25 € gesagt und ich hab 14,85 €. Ich glaub, du kannst einpacken. Ich kann einpacken? Ja. Nein. Über 30. Krass. Damit hab ich nicht gerechnet, Leute. Aber du hast gewonnen. Boah, ich glaube, das ist der höchste Bon aller Zeiten. Sag dir, die Bibi schafft es, alle Pizzakartons. Warte. Du musst nur für einen Moment halten, ja, ja, ja. Dann bist du schon im Ehrenfrau-Segment. Okay, übertreib alle. Warte, die anderen müssen auch noch. Mega geil! Oh nein, ich so, ihr Lieben, auch was.
wenn es am Anfang wirklich eher anders geplant war, sollte eher so ein klassischer Vlog über ein, maximal zwei Tage werden. Und ja, ich habe jetzt echt über mehrere Tage gefilmt, aber ich finde, das hat das Ganze vielleicht auch ein bisschen aufregender und spannender gestaltet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst uns unbedingt einen Daumen nach oben. Schaut bei Julians neuem Video vorbei. Ich weiß noch nicht genau, was er hochlädt. Ist aber wieder, wie immer, der allererste Link unten in der Infobox. Übrigens habe ich mir endlich mal gestern Abend meine Nägel wieder gemacht. Ich bin super lang nicht mehr im Nagelstudio gewesen und bin die letzten Wochen auch immer einfach mit Naturnägeln rumgelaufen. Oh, und ich freue mich. Man fühlt sich dann irgendwie direkt viel wohler. Also ich fühle mich dann auf jeden Fall direkt viel wohler. Das war's. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.